Eine frische Ziploc-Tüte umschloss nun das Logbuch der Dosen unter den Eichen in Sichtweite der Skyline von Ulm City. Im Schimmer eines Mondes, der meine Schaftstiefel glänzen ließ, nahm ich die Bastelplaste, die Überraschungseireste heraus und legte drei Karabinerhaken, zwei Fieberthermometer, eine Zeckenzange und ein Säckchen Perlen hinein. Als ich aufsah, blickte ich in zwei runde, trauerbraune Augen, einige Meter nur entfernt, und ich sah die Augen näher kommen, bis auf wenige Zentimeter, und ich hätte tief hineinsehen können, wenn nicht kurz zuvor das gewaltige Geweih sich tief in meinen Schädel gebohrt hätte. Als er starb, ging die Legende. Es stünden im Testament ganz am Ende die Worte: Wenn ihr mich begrabt, liegt ein Logbuch, ein Logbuch, ein Logbuch, ein Logbuch, ein Logbuch in den Sarg. Liegt ein Logbuch, ein Logbuch, ein Logbuch, ein Logbuch, ein Logbuch, ein Logbuch in den Sarg. Möchtest du auch weiterhin mit mir zusammen in jedem Logbuch gleichzeitig spielen? Spricht der Chef von seiner Cash-Mamsell. Halb zwei schlägt's von der Kirchturmuhr, er schlägt zur Tür. Sie sieht, wie hastig er die Schuhe schnürt. Er hatte Pech in letzter Zeit, das weiß die Cash-Mamsell. Mal sprang der Wagen nicht an, mal war ein anderer zu schnell. Einmal sogar war die heute Nacht in die Knochen gefahren.